Der Südtiroler Speck ist würdiger Sohn seiner Heimat, die eine Brücke zwischen mediterraner und mitteleuropäischer Kultur darstellt. Der Südtiroler Speck ist in der Tat in sich Symbiose der mitteleuropäischen Methode zur Haltbarmachung, dem Räuchern und dem Reifen der mediterranen Methode. Ziel ist es, das richtige Gleichgewicht zwischen süß und geräuchert herzustellen. Und eben dieses Gleichgewicht kennzeichnet einen echten Südtiroler Speck GGA. Der Speck wird aus ganzen Schweinekeulen hergestellt. Die Keule wird gemäß einer traditionellen Methode zugeschnitten und erhält so eine herz- oder rechteckige Form. Nach dem Zuschneiden und vor dem Pökeln wird auf der Schwarte jeder einzelnen Keule gut sichtbar das Produktionsdatum eingebrannt. Für den Südtiroler Speck wird das Salz sehr sparsam verwendet. Beim Endprodukt dürfen in der Tat nicht mehr als 5% festgestellt werden. Zum Salz wird eine Gewürzmischung zugegeben, die einem originalen Familienrezept gemäß zubereitet wird, das vom Vater an den Sohn überliefert wurde. Nach dem Pökeln ruht der Speck bei relativ niedriger Temperatur, dem typisch nordischen Januarklima entsprechend, unter 4 Grad, damit die Pökelmischung in das Fleisch eindringen und es aromatisieren können. Zum Räuchern des Specks benötigt man natürlich Holz. Jeder Hersteller nimmt dazu das typische Holz seines Ortes. Für den Südtiroler Speck GGA schreibt der Produktionsstandard die Verwendung von harzarmen Holz vor. Der Reifeprozess variiert je nach Gewicht der einzelnen Hammen. Im Durchschnitt dauert die Reifung 22 Wochen. Währenddessen werden Reifedauer, Temperatur und Feuchtigkeitsgrad konstant überwacht. Während der Reifezeit bildet sich eine dünne Schimmelschicht auf den Hammen. Die Schimmelschicht bewirkt einen nussigen Geschmack, der an frische Steinpilze erinnert. Sie vermeidet zudem ein zu schnelles Austrocknen und zu trockene Ränder. Die Zertifizierung durch ein anerkanntes, unabhängiges Institut bestimmt, ob die Schutzmarke Südtirol aufgebracht werden darf. Bei den Kontrollen werden die Reifezeit, der Gewichtsverlust, die Konsistenz und der Salzgehalt überprüft und ein Geruchstest mittels Einstechprobe durchgeführt.
Nur die Speckhammen, die den Produktionsstandards entsprechen, werden mit der Brandmarkierung und dem Konsortiumsiegel gekennzeichnet. Echter Südtiroler Speck.